Zuletzt hatten Zweifel an einem starken Comeback der US-Wirtschaft die Börsenkurse belastet und auch den deutschen Aktienindex nach unten gedrückt bis auf 9.800 Punkten. Aber diese auch charttechnisch wichtige Marke konnte halten und seit Beginn dieser Woche kletterte der DAX peu à peu wieder nach oben und beflügelt von einem starken US-amerikanischen Arbeitsmarktbericht erklomm das deutsche Börsenbarometer sogar wieder die Marke von 10.000 Punkten und behauptete sich zum Ende der Woche auch über dieser sehr, sehr relevanten Schwelle. Ja, es wurden so viele Stellen geschaffen in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass viele Analysten überrascht waren. Deutlich mehr als erwartet, nämlich die Arbeitslosenquote sank gleichzeitig auf 6,1% und damit auf den niedrigsten Stand seit September 2008. Und im Zuge dessen ist auch der Dow Jones Index an der Wall Street in New York erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 17.000 Punkten gesprungen. Gleichzeitig ist der Dollar im Wert gestiegen, der Euro ist gefallen, sogar unter die Marke von $1.36. Einzelwerte haben auch zahlreiche Nachrichten bekannt gegeben. So gab es zum Beispiel einiges Interessantes über die BNP Paribas zu hören, denn diese muss eine Rekordstrafe in Höhe von 8,83 Milliarden US-Dollar in den USA bezahlen, wegen Verstößen gegen die Sanktionen bei Ländern wie Iran, Sudan oder auch Kuba. Immerhin konnte man die Banklizenz behalten und deswegen kletterte der Aktienkurs. Der starke Pkw-Absatz in den USA, der auch im Juni zulegen konnte, beflügelte auch die deutschen Autoaktien, wie zum Beispiel BMW, Daimler, Volkswagen Vorzüge oder auch Porsche. Bilfinger musste dagegen die Jahresprognose senken. Der Baukonzern hat hier auch gleichzeitig Sparmaßnahmen angekündigt. Die Aktie brach um 17% ein.